Bevor wir jetzt über die Integralsätze reden können, müssen wir uns erstmal darüber klar werden, was wir mit der Integration über eingebettete Flächen im Höherdimensionalen, also insbesondere im R3, verstehen und wie wir, ja, wie wir da, also erstmal, wie wir überhaupt das Objekt mathematisch beschreiben, eine eingebettete Fläche, und zweitens, wie wir über das integrieren. Okay, und da gehen wir halt zurück zu dem, was wir bei Kurven gemacht haben. Da hatten wir nämlich eigentlich die gleichen Probleme, oder da hatten wir eine Philosophie, was wir gemacht haben. Eine eingebettete Kurve war nämlich einfach ein Bild von einem Intervall im Höherdimensionalen, und die Integration über die eingebettete Kurve haben wir zurückgeführt auf eine Integration bezüglich der Parametrisierung. Ja, und das werden wir jetzt im Höherdimensionalen genauso machen. Also ich beschränke mich jetzt auf, dass ich eine, also ich will Flächen einbetten in was Höherdimensionales. Ich kann die auch in R4 oder R5 einbetten. Aber was uns im Wesentlichen interessiert, ist der R3. Also da wollen wir uns jetzt das angucken. Nicht? Also eine, so eine eingebettete Fläche. Das ist das, was uns interessiert. Ja. Die entspricht eigentlich, dass ich das parametrisiere durch irgendeine Menge im R2. Ja, eine Fläche ist was Zweidimensionales, also das sollte parametrisiert werden durch irgendwas im R2. Also eine Parametrisierung durch eine typische Menge im R2. Also bei einer Kurve hatten wir einfach ein Intervall genommen und das abgebildet in was Höherdimensionales. Und jetzt nehme ich halt einfach so eine Menge U im R2, also zum Beispiel ein Quadrat oder ein Rechteck oder vielleicht auch was Komplizierteres, aber also wenn wir an Rechteck denken für das U, dann ist das eigentlich genau das Richtige. Nicht? Also ich habe hier eine Abbildung, x nenne ich die mal, Groß X, die geht also von U in den, sagen wir, R hoch 3. Ja? Und das U ist was Zweidimensionales. Das heißt, ich habe das U, das hat zwei Koordinaten. Das ist gegeben durch einen Vektor U mit den Komponenten U1 und U2. Und es wird jetzt abgebildet auf einen Punkt im Dreidimensionalen, der hat halt drei Koordinaten. Also diese drei Koordinaten, die heißen dann natürlich x1, x2, x3, und die hängen halt von dem U ab. Das heißt, ich habe hier einen Vektor im Dreidimensionalen, x1 von U1 und U2, x2 von U1 und x2 und x3 von U1 und U2. So, ne, okay, und ich habe schon mal versucht, hier ein Bild hinzumalen, wie sowas aussieht. Also im R2 habe ich meine Menge U, sagen wir so ein Rechteck, ne, und es wird jetzt abgebildet durch natürlich eine stetige und typischerweise wahrscheinlich auch glatte Abbildung in den R hoch 3. Also das ist meine Abbildung x, und dann hat dieses Rechteck hat dann halt irgendwie ein Bild im Dreidimensionales. Also das soll jetzt ein dreidimensionales Bild oder die Projektion vom dreidimensionalen Bild, ja, die Projektion des Bildes im R hoch 3 von diesem Rechteck unter dieser Abbildung sein. Also das ist dieses Objekt hier, ne? Also das hier wäre meine eingebildete Fläche, und die beschreibe ich halt durch diese Parametrisierung. Gut, und jetzt will ich natürlich integrieren. Also ich will jetzt im Dreidimensionalen, habe ich jetzt Funktionen, die sind, sagen wir, im Dreidimensionalen definiert, zumindest auf dieser Fläche hier, und über die will ich integrieren. Und im Dreidimensionalen können wir natürlich integrieren bezüglich drei Variablen, aber wenn ich dann über so ein Objekt integriere, dann wird da null rauskommen, nicht? Weil wenn ich im Dreidimensionalen über zweidimensionale Objekte integriere, dann ist es halt null. Ja, okay, darum muss ich halt hier quasi zurückgehen, und ich muss quasi in diesem Raum hier bezüglich meiner Parametrisierung im Zweidimensionalen integrieren und das hier durchdefinieren. Und wenn man zurückdenkt, bei den eingebetteten Kurven, da hatten wir ja auch Kurvenintegrale definiert, und das haben wir genauso gemacht. Ja, wir müssen uns nur überlegen, was bei dieser Einbettung hier passiert bezüglich dem Differential oder der Fläche. Na, okay, also das Integral über die eingebettete Menge wird das Integral über die Parametrisierung sein. Ja, und das einzige Problem ist halt, dass diese Abbildung hier quasi Volumina oder Flächen, die ich hier habe, quasi verzerrt. Ja, ich will ja hier integrieren, das heißt, ich habe hier meine Flächen, ja, die werden parametrisiert durch Flächen hier, aber die Größe der Fläche wird durch diese Abbildung halt verzerrt, und das müssen wir halt kontrollieren. Und überlegen wir nochmal, wie wir das im Eindimensionalen gemacht haben. Nicht? Also,
oder ich schreibe es vielleicht nochmal allgemein hin. Also was wir machen wollen, das Integral über die eingebettete Fläche, das entspricht dann dem Integral über die Parametrisierung, wobei wir aber die Verzerrung des Volumens oder besser des Flächeninhaltes durch die Parametrisierung berücksichtigen müssen. Also, wobei Verzerrung des Volumens durch die Parametrisierung berücksichtigt werden muss. Gut, okay, und vielleicht erinnere ich da nochmal dran, ja, wie das im Eindimensionalen war, weil da hatten wir genau das Gleiche. Nicht, also beim Eindimensionalen, da haben wir ja unsere Kurve definiert als das Bild vom Intervall. Nicht? Da hatte ich also die Entsprechung im Eindimensionalen von diesem Bild hier, ist, ich habe halt mein Intervall, ja, und das gibt mir eine Parametrisierung von der Kurve, und die bette ich jetzt im R2 ein. Ne? Das Intervall ist was Eindimensionales, eine Kurve ist was Eindimensionales, das bette ich jetzt im R2 ein, das kann ich also besser malen als da oben. Ne? Das ist also wirklich einfach so eine Kurve hier im R2. Ja, meine Parametrisierung ist Gamma. Hier habe ich einen Parameter, habe ich üblicherweise T genannt. Da können wir an die Zeit denken. Im Zweidimensionalen ist es nicht mehr so ganz klar, weil die zwei Parameter als Zeit aufzufassen, macht dann nicht mehr so viel Sinn, aber das ist gut, das ist ja egal. Ne? Was ich mir da vorstelle, auf jeden Fall habe ich da oben zwei Parameter, hier habe ich einen Parameter, und dann ist es halt so, ja, dass wenn ich jetzt hier wenn ich hier die Länge messe von dem Intervall, dann unterteile ich das ja in kleine Stücke. Ja, und jedes Stück hat dann hier halt die Länge dt, sagen wir. Ja, und dieses Intervall hier wird auf der Seite wird halt abgebildet auf ein gewisses Intervall hier. Ja, okay, wenn ich hier meinen Parameter x nenne, dann wäre das hier halt die Länge dx. Ja, das wäre halt, das ist also die Länge, die das Bild von dem Intervall mit dieser kleinen Länge hier hat. Ja? Aber na, gut, hier auf der Seite habe ich die Länge dt und hier auf der Seite habe ich die Länge, die ich eigentlich messen will. Also ich muss jetzt wissen, was ist denn der Verzerrungsfaktor, den diese Abbildung hier macht. Was ist der Zusammenhang zwischen dieser Länge hier und dieser Länge hier? Und das ist natürlich einfach gegeben durch die Ableitung der Funktion. Ne? Das, so haben wir ja dann die Länge von dieser Kurve genauso definiert. Das war einfach integrieren über dieses dx, aber ausgedrückt durch das dt. Und die Länge von dem Stück hier ist approximativ, also wenn ich hier kleine Intervalle nehme, ist einfach die Länge von Gamma Strich von t mal dt. Ne? Weil diese Ableitung hier, das ist ja genau dieser Quotient hier. Nicht? Und ich habe hier natürlich, diese Ableitung ist hier ein Vektor, der hat eine Richtung und davon nehme ich die Länge. Ja, und das integriere ich dann hier auf. Ja, okay. Nicht? Also mit dieser Intuition haben wir dann einfach die Länge oder das Integral auf der Seite definiert, indem wir halt diesen Verzerrungsfaktor damit dazugenommen haben. Das heißt, das Integral hier auf der Seite, das ist das, was uns eigentlich interessiert, ja, das ist das Integral über meine Kurve Gamma, von f dx haben wir dann definiert, indem wir es zurückführen auf ein Integral im Eindimensionalen, das wir kennen. Ich integriere dann nämlich einfach, in dem Fall von hier nach hier, über die Funktion f. Und jetzt nehme ich sie an der Stelle Gamma t, nicht? Also ich laufe hier durch, aber gucke mir dann die Bilder hier an, nehme das f an der Stelle und integriere das jetzt, aber nicht nur mit dem dt, sondern auch mit diesem Verzerrungsfaktor. Das heißt, ich nehme hier noch das Gamma Strich von t, die Länge davon mal dt. Ja, und das war unsere Definition. Ja, aber das ist natürlich eine sinnvolle Definition, weil die ist genau hierdurch motiviert. Also wenn ich hier integriere, dann gucke ich mir ja hier diese
kleinen Längen an, dt, aber die werden ja hier rüber transportiert und auf meiner Kurve wird aus dieser Länge dt, wird dann die Länge halt dt mal dieser Faktor. Okay, und dann ist es sinnvoll, das so zu definieren. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was ist denn die Entsprechung von dieser Intuition oder ja, von dieser Tatsache hier fürs Zweidimensionale. Und das wird uns dann eine ähnliche Definition von dem Integral über eine eingebettete Fläche geben.